Heute will ich zeigen, wie man in einen Device F3B-Flügel die Servos einbaut. Und dazu haben wir hier einen frischen Flügel, so wie er geliefert wird. Ein Hochmodul-Kohleflügel. Und ich zeige euch jetzt, wie diese Servos eingebaut werden. Also zuerst haben wir hier nochmal unsere Anlenkköpfe. Diese Anlenkköpfe sind etwas stabiler als in der Serie. Das ist, was wir hier einbauen, ist eine IDS-Anlenkung. Und wir werden in diesen Flügel MKS HV6130 einbauen. So, also für das Querruder brauchen wir den kleinsten Hebel, für die Wölbklappe den etwas größeren Hebel. Das müssen wir hier rausknipsen, den Servokopf hier nochmal nachschleifen. Da ist noch ein kleiner Grat, der womöglich stören könnte. Und wir haben auch einen Grat an der Flanke hier, wo wir das Servo direkt aufsetzen, etwas beseitigt werden, damit wir den Kopf ganz auf den Vielzahn des Servos draufbringen können. Ja, genau. Das ist also der kleine Hebel hier. Gut zu sehen. Wunderbar. Und das ist der zweitgrößte Hebel. Der kommt auf die Wölbklappe. So, wir müssen unser Servo auf die Nullposition stellen fürs Querruder. Und auch nochmal für die Wölbklappe. Ja, auch auf 0 gestellt. So, und dann probieren wir einmal, ob der Servokopf hier wirklich drauf passt. Der wird genau in der senkrechten hier drauf geschoben. Und wir sehen, das geht also mit Muskelkraft noch ganz gut. Wenn das zu schwer geht, haben wir hier die Möglichkeit, mit dem Schraubstock nachzuhelfen. Man schiebt hier eine Anlenkstange hinein und kann mit dem Schraubstock den Kopf hier drauf schieben. So, die Achse ist genau in der Linie des Servos beim Querruder. Das heißt, wir müssen den Kopf nochmal abnehmen und erst im Flügel montieren und können dann das Servo da drauf schieben. Aber einmal muss dieser Kopf immer mal auf dem Servo geprüft werden. Der wird im Prinzip einmal vorgedrückt. Wird im Flügel passt und der Stift wird von der Seite eingeschoben. Schieb den Stift einmal etwas zu weit und schieb ihn dann auf der anderen Seite wieder zurück. Ja, funktioniert perfekt. Jetzt muss ich das Ruder auf 0 stellen. Genau, wir können noch mal einmal hier im Kabel schauen, ob wir die richtige Länge haben. Das heißt, wir müssen hier an der Wurzel an unserem Kabel ziehen. Genau, und jetzt hänge ich hier fest. Das heißt, ich muss hier das Kabel noch mal nachschieben an der Wurzel. Bei der Wölbklappe läuft das Kabel in diesem Winkel im Flügel durch den Holm, durch die drei Holmstege und läuft dann nach vorne. Das heißt, wenn ich auf der Wurzel hier ziehe, dann sperrt das. Deswegen muss ich hier das Kabel im Wölbklappenbereich nachschieben, damit das Kabel mitkommt. Genau.
Da ist also nirgendwo was festgeklebt. So kommen wir da rein. Jetzt brauchen wir unser Servo wieder. Also Servo wird in die Fläche eingeschoben, das Querruder auf 0 gestellt und das Servo mit dem Vielzahn auf 0. Auf den Vielzahn aufgeschoben. So, und dann kann ich meine Schrauben festziehen. Genau, in der Befestigung gibt es große Schrauben und kleine Schrauben und wir brauchen zwei von diesen großen Schrauben zur Befestigung des Servos. Genau, der Servorahmen ist geeignet entweder hier für das HV6130 oder für das HBL6625. Genau, was gleich groß ist mit dem X10 oder X10 Mini, da sieht man, dafür gibt es auch noch Befestigungslaschen. So, jetzt schließen wir noch das Kabel an den Kabelbaum an. Ich sichere gerne den Stecker nochmal mit einem Streifen Klebeband. Und dann ist unser Querruder-Servo schon eingebaut. Wunderbar. Das nächste Servo ist das Wölbklappen-Servo. Wir können noch einmal kurz prüfen, ob hier Kabelbaum seine richtige Arbeit tut. So, hier wird der Flächenstecker angesteckt. Funktioniert. Also hier ist der Servotester und hier ist das Querruder, was hier nun schon die Aufgabe tut. Querruder fertig. Jetzt kommt noch die Wölbklappe. Das Servo ist bereits auf 0 gestellt. Hier haben wir den Vorteil, dass wir den Servokopf direkt aufsetzen können. Wir müssen nicht nochmal den Servokopf wieder runternehmen. Ich schneide auch hier den Kragenplan weg. Sieht man das? Ja, genau. Und der Servokopf wird ganz leicht zur Wölbklappe geneigt, also nicht ganz senkrecht, sondern ganz leicht zur Wölbklappe geneigt aufgeschoben. Das geht recht schwer und dazu helfe ich mir hier mit einem Schraubstock. Ja, sieht man das? Genau. Mit diesem Schraubstock schiebe ich den Vielzahn auf mein Servo, justiere nochmal nach, wenn der nicht ganz gerade sitzt. Sehr schön. So, jetzt ist der vorbereitet. Wir müssen das Kugellager hier noch draufsetzen. Kugellager sitzt. Und jetzt fädel ich mein Servo hier in mein Gegenlager im Flügel ein und kann nachträglich hier die Achse für die 1 mm Achse ins Servo einschieben. Und unsere Anlenkung ist schon fast fertig.
Das, wenn ich hier zu weit geschoben habe, schiebe ich das wieder mit der Klinge auf Anschlag zurück und das Servo ist eingepasst. Ich teste erstmal mein Servo nochmal ohne Kabelbaum. Ja, genügend Weg. Man sieht das schon. Das Servo ist jetzt noch nicht festgeschraubt. Und ich muss ganz leicht meine Servowege reduzieren, damit das Servo nicht auf Anschlag läuft. Jetzt kann ich es festschrauben mit den zwei großen Schrauben. Schließe mein Servo an den Kabelbaum an. Sicher meinen Stecker und unsere zweite Anlenkung nun auch für die Wölbklappe ist vorbereitet. Und ich kann meine Servoabdeckung hier drauf bringen und der Flügel ist soweit fertig. Vielen Dank!